Der KIV unterlag im ersten Halbfinalspiel in der deutschen Nachwuchsliga mit 3:6 gegen Eisbären Berlin. Ralf, dein Statement zum Spiel. Ich denke mal, es wurde zum Schluss noch spannend, aber in den letzten paar Minuten noch entschieden zugunsten der Berliner. Ja, man muss jetzt einfach ganz deutlich sagen, grundsätzlich haben wir heute nicht gut gespielt. So fängt das schon mal an. Wir haben sehr zerfahren gespielt, wir haben nicht gut gearbeitet im eigenen Drittel, wir haben sehr viele leichte Pässe vergeigt im eigenen Drittel, haben dem Gegner immer wieder Chancen gegeben, sind dann nach dem 3-1, wo jeder eigentlich dachte, das Spiel ist weg, wieder wunderbar zurückgekommen und dann natürlich durch einen kapitalen Fehler zum 4-3 hat uns das so ein bisschen so aus Genick gebrochen. Der Rest war so ein bisschen Geschichte, waren halt Tore, jeder Schuss war ein Treffer. Das hat aber nichts mit der Torwartleistung zu tun, sondern auch das Berliner Glück, was sie heute ein bisschen hatten. Nach dem 3:3 habe ich gesagt, boah, jetzt geht richtig noch was. Ja. Hattest du den gleichen Gedanken? Ja klar, den hatten wir eigentlich alle, weil wir hatten danach nochmal eine große Chance. Aber wie gesagt, dieser Fehler zum 4:3, der hat uns auch, man sah es, wie die Köpfe runtergingen an der Bank, doch so ein bisschen das Genick gebrochen. Wie richtest du jetzt die Mannschaft bis Samstag wieder auf? Ach, ich glaube, wir richten uns alle zusammen erstmal auf. Wir sind natürlich alle enttäuscht, das ist klar, aber es ist ja nichts passiert. Es war klar vor dem Spiel, dass wir heute das Finale nicht erreichen können. Wir müssen auf alle Fälle nach Berlin fahren und dann müssen wir eben die beiden Spiele in Berlin gewinnen. Das ist natürlich jetzt auch so, und das werden wir auch im Video sehen, dass die Tore, die wir bekommen haben, eigentlich große Gastgeschenke waren an die Berliner. Die hatten im letzten Drittel überhaupt gar keine Torchancen. Und das, was sie ins Tor gebracht haben, waren eigentlich dann Dinge von uns, wo wir uns falsch verhalten haben. Und auch unbeteiligte Zuschauer oder Kollegen, mit denen ich gerade noch gesprochen habe, haben gesagt, da ist alles drin. Die Mannschaften sind pari und der Vorteil bei uns sicher ist, dass wir nicht noch mal so schlecht spielen werden wie heute. Das Halbfinale hat viele Zuschauer angelockt und ja. Ich denke mal, die Stimmung war besser denn je hier. Ja, das war schön, auch für die Jungs. Das war natürlich dann auch für die Jungs neue Dinge mal zu sehen. Nicht nur vor den eigenen Eltern und vor Oma und Opa zu spielen, sondern Zuschauer da, die auch mitgegangen sind. Hat natürlich, glaube ich, auch so einen Teil der Nervosität ein bisschen veranlasst, weil einfach ein größeres Auditorium da war, größere Präsenz auch von der Presse. Ich glaube, es hat einigen nicht gut getan, aber auch da lernen wir. Dann hoffen wir auf das zweite Spiel in Berlin und dass der KIV den Berliner Eisbären ins dritte Spiel zwingt am Sonntag. Das wäre dann um 10 Uhr in Berlin.